Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Silvester. Also wir begeben uns ins neue Jahr. Beziehungsweise sind jetzt auf dem Weg dahin. Und irgendwie wollen wir das Jahr wieder schön abschließen. In den letzten Jahren habe ich da mal irgendwie was Cooles, was Größeres gemacht. Dieses Jahr jetzt eher nicht. Wir gönnen uns hier diese Pikachu Reunion Collection. Haben wir schon einige von aufgemacht, aber das ist, wie ihr seht, keine deutsche, sondern eine englischsprachige, weil ich die Karten cool finde. Und habe ich mir gedacht, also die Promos will ich sie auch auf Englisch haben. Und da ich die jetzt hier noch für einen guten Kurs bekommen habe, habe ich mir gedacht, machen wir die einfach mal auf. Ja, bis jetzt muss ich sagen, habe ich ja in den letzten Tagen, Wochen eher weniger Sachen hier aufgemacht. Die Lücken sind größer geworden und meistens ja nur was von Celebration. Ja, das hat zeitliche Gründe. Das hat auch noch ein paar andere Gründe, aber die Zeit ist so das Hauptargument. Und mal schauen, ob ich das im nächsten Jahr wieder besser hinbekomme. Hier, Professor Burnett läuft. Man kennt das ja manchmal selber, hat man viel zu tun. Da hat man dann wenig Zeit hier für die Pflege des YouTubes und Instagram-Kanals. Ich hoffe, ich kriege das im nächsten Jahr wieder besser hin. Und dachte mir, das ist eine tolle Collection, mit der man so das Jahr abschließen kann. Morgen kommt natürlich auch ein Video zur Eröffnung des neuen Jahres dann mit zwei richtig coolen Produkten, auch von Celebration, natürlich auch auf Englisch, weil ich da die Promos haben wollte. Schaut einfach auf dem Kanal vorbei, dann seht ihr, um was für Produkte es sich handelt. Sieht richtig cool aus, die Karte, oder? Ich liebe sie. So gelungen. Vor allem dieses Pikachu finde ich toll. So, ja, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden. Bei mir war es ganz ruhig. Schön mit der Familie. Nichts Besonderes, keine besonderen Vorkommnisse. Corona hat ja das Land immer noch fest im Griff. Unsere Politik versagt ja immer wieder aufs Neue. Das ist ja auch immer wieder bewundernswert. Und deswegen wollen wir uns umso mehr mit was Schönem beschäftigen. Und zwar mit diesem genialen Set. Ich liebe es ja, viele von euch sagen schon, ey, eigentlich kann ich das Set gar nicht mehr sehen, weil ja, ist ja relativ klein und da wurde schon so viel aufgemacht und macht immer was vom aktuellen Set auf und ja, ich will das Set komplettieren, also Celebration. Von daher habe ich da sehr viel von aufgemacht und lasse dann auch mal ein oder das ein oder andere Set weg. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus, weil meine finanziellen Mittel ja nun mal auch äußerst begrenzt sind. Ich mache das ja hier nicht irgendwie gewerblich oder dergleichen. Viele verdienen damit Geld, ich nicht. Bei mir ein reines Hobby. Und ich hoffe, wir ziehen hier vielleicht noch die ein oder andere schöne Karte, auch auf Englisch. Ich habe ja auch ein kleines Album, wo englische Karten reinkommen. Aber hier die Pikachu Wii Union Karten wollte ich unbedingt auf Englisch haben. Unsere erste Reverse Rare, Voltrund. Und ja, das ist unser Hit. Also keiner. Mal gucken, Flammende Finsternis. Schauen wir mal, vielleicht haben wir hier Glück. Guck mal hier, Farbe des Codes, sagt uns das was? Ich hoffe, ihr zieht was Schönes. Der ein oder andere spielt das ja online, habe ich noch nie gemacht. Ich habe irgendwie die ganzen Codes in so einer Riesenkiste. Muss ich mal gucken, was ich damit jetzt mal mache. Ist ja auch verschwendete Ressourcen. So. Und haben wir was dahinter? Nichte, nichte. Schade, schade, schade. Aber gut, für die Karten haben wir uns ja auch nun mal nicht diese Collection geholt, sondern erstens für die Promos und für diese richtig coolen Booster. Fühlen sich ein bisschen anders an, so ein bisschen, ja, loser, die Hüllen. Ja, die Booster-Verpackung, sagen wir es mal so. Sodale. Schauen wir mal, ziehen wir was Schönes. Ein Dialga Xerneas. Alter Schwede. Augenkrebs, Freunde, guckt euch mal das Centering an. Das ist ja des Todes. Oh, ist das schlecht. Aber ich habe mir schon überlegt, so ein Album zu machen, wo ich einfach so Karten mal reinpacke, die schlecht gecentert oder anderweitig beschädigt sind. Und ein Solgaleo für euch. Beziehungsweise für euch gibt es den Code, für mich das Solgaleo. Ist vielleicht auch besser so. Leute, guckt euch das mal an. Das ist echt übel. Aber sonst sieht die Karte ganz gut aus. Nee, doch nicht. Da unten auch. Also. Ja, das ist mir jetzt bei den Deutschsprachigen noch gar nicht passiert.
dass da das Centering so für die Tonne war. Ja. Und jetzt die Pikachu Reunion Karten. Die kommen in mein Pikachu Album. Weil das Album mit den englischen Karten, das ist relativ übersichtlich. Von daher habe ich mir die extra geholt für mein Pikachu Album. Da kommen auch dann anderssprachige Pikachus rein. Professor Eich. Auch die sind alle nicht so ganz gut gecentert. Der Code gibt es wieder auf meinen Nacken. Das fand ich bisher, die Qualität der Karten ist natürlich jetzt selektiv, der deutschsprachigen besser. So. Bei den japanischen Karten ist das Set ja komplett anders aufgebaut. Guckt euch hier die Streifen an. Schwangerschaftsstreifen. Und dahinter, guck mal hier, auch was fürs Pikachu-Album, die Geburtstagskarte. Und dahinter noch ein surfendes Pikachu, sehr, sehr cool. Den Code gibt es natürlich wieder auf meinen Nacken. Richtig cool. Ja, Quali stimmt, surfendes Pikachu. Perfekt, und das Geburtstags-Pikachu. Aber auch hier seht ihr, das Centering des Todes, Augenkrebs. Von vorne sieht man das gar nicht so krass, weil gelb in gelb. Jo. Bis jetzt mit der Ausbeute wirklich zufrieden. Muss man wirklich sagen. Zwei Oldschool-Karten. Auch wenn das Centering des Todes ist. Aber das ist manchmal so. Ist aber in dem Fall jetzt auch halb so schlimm. Ich hätte ja schon, muss ich gestehen, auch gerne so einen Turtok aus den englischen Kollektionen gezogen. Ist also mein Lieblings-Pokémon. Hier kommt Team Rocket. Boah, auch richtig schlecht gecentert. Aber alle, das ist dann wohl so eine Charge. Ich hoffe, ihr hattet da mehr Glück mit den englischen Produkten, falls ihr da welche bekommen habt. Richtig schöne Karte. Gefällt mir besser als im Original, weil das einfach von der Sättigung schöner ist. Und hier Pikachu, hier auch wieder natürlich mit den Streifen. Wie könnte es bei dieser Karte anders sein? Und das war es auch schon. Also, ich bin mit der Ausbeute wirklich zufrieden. Richtig cool. Ich glaube, hier die normalen Rare-Karten, die müsste man ja mehr oder weniger auf Englisch nachher alle haben. Wenn ich jetzt noch zwei Boxen öffne, und zwar morgen, dann packe ich die einfach in mein Celebration-Album hinten rein zu den Deutschen. Dann hat man da so einen direkten Vergleich. Die Pikachus kommen in meine Pikachu-Sammlung. Und ja, ich bin mit der Ausbeute wirklich zufrieden. Die Qualität der Karten war nicht so toll. Aber ich finde, damit konnten wir das ja ganz gut abschließen. Nächstes Jahr mal schauen, was da so alles auf uns zukommt, wie der Kanal sich hier entwickeln wird. Und dann hoffe ich, dass ihr natürlich alle gut und gesund ins neue Jahr kommt, dass ihr mir hier treu bleibt und dass wir uns dann im nächsten Jahr, also morgen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal sehen. Ich habe noch eine Menge, was heißt eine Menge, aber einige Videos hier auch von Celebration vorproduziert. Und die kommen auf jeden Fall noch. Wundert euch dann nicht, die wurden dann, glaube ich, im November aufgenommen. Ich kam einfach nicht hinterher, war aber einfach so heiß darauf, die Produkte auszupacken. Gut, ihr Lieben, also wir sehen uns im nächsten Jahr. Kommt gut rein, bleibt gesund, bleibt stabil. Alles Liebe, alles Gute, euer Pokeknecht90. Ciao.